Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 3. Wir befinden uns hier, ich habe mich einfach mal hin teleportiert, an der Festung von Dingens hier, wie heißt der, Hablion, der immer da auch gerade wieder rum, Wegmarke Aussichtpunkt des Eiferers, genau, hier sind wir. Und wir nähern uns jetzt dem Ende unseres ersten Abschnitts, nenne ich es mal. Von der lebendigen Welt Staffel 3. Ich mach mal leiser. So, hier ist unser Instanznüppel. Ich betrete mal die Instanz, die Festung des Beichtvaters. So, wir sehen da hinten Ridlock. Wir sehen Marjorie und wir sehen Kanach. Marjorie! Hallo. Kanach, glad to see you're alive. I was afraid you'd been caught in the blast. We almost were, but then, not. Me too. Your troops? Some of them are still looking for you, and the rest are forming a perimeter around this place. I wanted to deal with the minister privately. I really only need you there to corroborate events, should they go south. Plus, I ran into these two delinquents and figured Dragon's Watch could certainly handle it. Marjorie, Ritlock, showed up just in time to help us track down Caudicus. It was all anyone could talk about in Divinity's Reach. Kanach, you're here under the orders of... Countess Anise is very concerned about Caudicus's well-being. I'm to return him home, unless the innocent until proven guilty minister does something to change those plans. She must be very hopeful your plans change. I was instructed to be tight-lipped about it. But I will say this. Yes. Before we find him, Caudicus may have been behind the Bloodstone's destruction and consumed its magic. If it's true, he might be a little stronger than we all remember. If he did, we can't just let him loose on Kryta. Or maybe all of Tyria is his prize this time. I only want to be off Anise's leash. Saving the world would just be a corollary benefit. Alles klar. Übrigens, Marjories neue Rüstung sieht unglaublich geil aus, muss ich mal so sagen. Also, ich möchte die haben. Ich hoffe, wir kriegen die möglichst bald irgendwie, oh Gott, da kommt ja schon das nächste. Ich könnte mal Buffood essen, glaube ich, nebenbei. Im Zweifelsfall ist Buffood immer gut. Hier, Pet, komm, wir kümmern... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kümmern uns mal um den. Habe ich gerade irgendwie Leck oder so? Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade voll den Ping, kann das sein? Reagiert jedenfalls alles recht langsam. Oh Gott. Das geht tatsächlich. Oh Gott, ich habe Konfusion. Geh mal weg. Die Messmer hier des weißen Mantels sind auch super ätzend. Das habe ich schon festgestellt. Sollte mich ein bisschen heilen. Da, den Messmer hätte ich gerne im Target. Hallo, hört mal auf. So. Gott, wie viele sind das denn? Da. Oh Gott, ich werde, glaube ich, sterben. Oh Gott. Ich muss mich an dem hier hochrallyen, es sei denn, Marjorie kommt mal wieder to the rescue. Ich bin schon wieder down. Wow. So, hier, du gehst jetzt erstmal so hochheilen, bitte. Und dann, wow, ich wollte gerade in die Druidenform wechseln, Mann. Und hier mal ein bisschen Heilung, verbreiten. So. So, erstmal das hier, bitte, für alle. Wow. Es waren gerade ein paar viele Leute, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Da, den Ritter. Vor allem dieser Messmer, was? Können wir jetzt auf den Messmer mal fokussieren vielleicht? Da, der muss sterben. So, ja, ich weiß, der ist jetzt... Aua. Wo ist der scheiß Messmer? Da. Oh, ist der nervig. So, der muss nämlich sterben. Der macht hier nämlich, der nervt am meisten. Wow! Na, Messmer, weg. So. So, dann jetzt die komische Klerikerin hier weg. Ich habe halt gerade den roten Malus. Wow, das seht ihr da links neben... Ich sterbe schon wieder. Das seht ihr da links neben meinen Lebenspunkten. Das ist dieser rote Pfeil nach unten. Und das heißt, ich bin eigentlich einfach nur noch sehr schnell down. Hier, das, da. Mit jedem angeschlagen muss, beginnt ihr nach einer Niederlage mit weniger Lebenspunkten. Oh, da. Stirb halt ein. Wow.
These white mantle guards aren't affected by the bloodstone like the others I fought. They must have arrived after the explosion. Then they came with Corticus. We're close. Ich würde eigentlich ganz gerne gerade warten, bis dieser Malus weg ist, oder damit er zumindest gelb wird. Weil sonst bin ich gleich einfach wieder die ganze... Oh, guck mal, jetzt ist er schon gelb. Das ist doch schön. Der Malus macht nämlich mit jedem angeschlagenen Malus beginnt ihr nach einer Niederlage mit weniger Lebenspunkten. Das ist einfach, falls ihr jetzt so wie ich gerade ständig sterbt, sonst kann man sich halt töten lassen und einfach immer ständig von vorne beginnen, wenn der Kontrollpunkt direkt daneben liegt und so. Das ist dann halt ein bisschen blöd. Das macht halt Sinn, aber es ist auch manchmal ein bisschen nervig. So, jetzt haben wir nur noch grauen Malus, dann können wir hier ja mal weitergehen. Watch your step. Whatever this place was, it was meant to keep the unwary at bay. Instabiler Blutsteinbrocken. Schauen wir doch mal, was der so von uns will. Too close to this bloodstone. Strength has left my limbs. Any counter magic measures? Not in your sleep. Ja, das hier. Kann das nämlich voll toll kontern. So, kann ich das jetzt angreifen? Ja. So. Nice work, Commander. Now. If I could persuade you to take care of the others. Das ist nämlich wieder hier mit der Beherrschung, die man hier lernt, quasi so. Dann kontert ihr das hier nämlich und dann können wir das hier angreifen. Und dann ist der auch schon halbwegs schnell. Aua, ich bin aber gedodged. Willst du mich verarschen? So, da. Und Attacke. Ja, versperrt. Deine Mutter ist versperrt. So. Countering the magic of these bloodstones returns whatever magical properties it absorbed. I know a certain big-eared Asura who'd love to be here to study this. I heard that! Ah, Time. Schön. So, wir öffnen mal die Tür hier. Neues Event in... Wow! Perfect. Shields. How do we bring them down? So, indem wir... Bloodstone-Dings da rein... lenken. Das teacht uns dann auch direkt die Mechanik, die wir dann für den Boss noch brauchen werden. Nur, dass das da 10-mal so ätzend ist. So, tüdelü. Kämpft mein Hund eigentlich mit? Ist der brav? Ich glaube, der ist brav, ne? So. Schubs. Ach, geht gar nicht. Okay, schade. Alter, was halten die viel aus? Ich dachte eigentlich, ich habe das halt beim ersten Durchspielen zusammen mit meinem Freund gemacht, so wie wir das halt immer machen. Und ich dachte, das wäre einfach ziemlich hochskaliert wegen, weil wir zu zweit sind. Aber das ist halt echt... Ich finde es immer nervig, wenn Sachen keine Mechanik haben, mit denen man sie besiegen muss. Also klar, jetzt musste ich ihn halt einmal in dieses Ding da locken. Ich finde es immer langweilig, wenn Dinge einfach nur viel aushalten. Das ist halt, weiß ich nicht. Finde ich immer ein bisschen lame. Außerdem, warum hauen Marjorie und Kanara eigentlich da hinten auf den anderen? Es bringt halt so nix, weil er hat halt noch sein Schild, ne? Na gut, den haben wir ja gleich down. Ridlock macht ja auch, ist stets bemüht. So, den hätten wir, ja? Okay, der explodiert jetzt erstmal eine Runde. Boom. Ja, das war blöd. Das war blöd. So, hier, liebe Blutsteinscherbe. So, ich muss erstmal den da wieder reinlocken. So, nimmt der so zufällig auch Schaden? Nee, ne? So. Ich sag eigentlich die ganze Zeit nur so, ne? Naja, soll vorkommen. Mal gucken, ob der jetzt schneller down geht, weil wir jetzt wirklich wieder zu viert draufhauen. Oder ob es immer noch ewig dauert. Der braucht ziemlich lange. Was passiert eigentlich, wenn ich die aufhebe? Kann ich die denn auf ihn draufwerfen oder so? Aufheben und dann... Oh, habe ich ihn unterbrochen. Okay, das ist nett. Scheinbar tun die ihm weh. So... Jetzt wieder auf ihn. Ich weiß nicht, bringt das was? Aua, spring doch mal auf wen anders, Mann. Hier sind noch 3 andere Leute und mein Pet. So.
bin ja mal wirklich gespannt, wie es dann hier nach weitergeht. Also, ich spoilere euch jetzt noch nicht zu viel, aber das hier endet mit einem unglaublich dicken Cliffhanger. Und ich bin mal gespannt, was dann so als nächstes passiert. So. Dann kann ich schön aus der Distanz drauf scheuern. Hm? Drauf feuern. Und dann sollte der auch gleich besiegt sein. The unstable bloodstone chunks drain whatever energy gets nearby. If the commander is right about Corticus absorbing bloodstone magic, that may prove handy. Das stimmt. So, wir öffnen mal die nächste Türe und schauen, was uns da erwartet. Okay, hier direkt scheinbar nichts. Okay. Sounds like we might have something ahead. Let me take the lead, Ritlock. I was given specific orders on how this was supposed to be executed, and I don't need you to defile it with your inclination to blindly smite. If that's a blindfold crack. Care to take the door, Commander? Gerne doch, gerne doch. Minister Corticus, you have obviously... Oh, he's not here. Ritlock, smite away. My pleasure. Mhm. You'll never take him! Kann man den schon? Oh, das ist gut. So, die Gute hier wollen wir nämlich besiegen. Und das Problem ist, die wird gleich ganz schön ungemütlich. Deswegen, ich schau mal, wie das jetzt so ist hier alleine. Ich würde auch ganz gerne hier nebenbei die anderen da noch besiegen, weil die können nämlich auch auf Dauer nervig sein. So. Ich hoffe mal, die anderen, weiß nicht, konzentrieren die sich schon ein bisschen auf Adrienne? Ich glaube nicht, ne? Hier, Ritlock, ich helfe dir mal. So, und dann kiten wir doch mal. Oh, da hinten, der kann gerade noch. So, ich glaube, die spawnt aber auch neue. Kann das? Okay, ich mache irgendwie immer nur 1% Schaden pro Auto-Hit. Nicht mal. Das ist doof. Kann mein Petsy vielleicht einfach mal an... Wow, das ist gerade voll Drehwurm. Ah, gut. Ich hoffe, die anderen kümmern sich dann wenigstens brav um die, die halt außen rum stehen. Okay, ich lenke die mal wieder von mir ab. Wäre nämlich gar nicht so verkehrt. Hui! So. Ich weiß gar nicht, ob das hier... Weil die hat halt gleich auch... Ja. Ja. Mhm. Ja, dann gib mir doch mal hier deine... Deine komische Magie. Schätzelein. Und dann, So. Ah, die schubst. Das soll sie nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua. So, warte mal. Wo kommt die Olle lang? Die kommt da lang. Dann gehen wir doch jetzt mal so. Ja, das stimmt. Das hast du richtig... Erkannt. Uschi. So. Ach, das hat nicht gereicht. Schade. So. Ja, komm. Jetzt schub doch nicht. Mann. Ja, das ist... Das ist tatsächlich halt ein bisschen... anstrengend hier. So, komm. Nein, die schubst mich schon wieder. Ah. Die muss halt dazwischen so, ne? Aber das ist halt ein bisschen schwierig, sage ich mal, wenn sich der Rest halt nicht vernünftig um die Dinger da kümmert. Und wenn sie einen halt immer wegschubbt. So, ich hätte jetzt mich eigentlich ganz gerne mal so kurzzeitig hochgeheilt. So, jetzt komm. Na, komm. Oh Gott! Boah, hier, Pat, kümmere dich mal um den. So, jetzt aber. So. Wow! Mann! Also, ich habe das schon gesehen bei, ich weiß gar nicht, ob ihr die amerikanischen Guild Wars Let's Player so ein bisschen guckt. Bei Aurora Peachy. Die hatte alleine auch extrem Probleme mit diesem Kampf. So, hier, jetzt aber. Wie, das hat wieder nicht gereicht. Willst du mich verarschen? So.
Da. Jetzt schubst sie mich wieder. Was soll die Scheiße denn? Aber angreifen kann ich sie jetzt? Nö. Gut. Das heißt, sie muss nochmal hier zwischen. Jetzt muss sie halt komplett nochmal hier zwischen. Oh, ist das nervig. Weil ihr seht ja, die entweder das Dingen reißt halt ab. Und ich würde mich jetzt einfach gerne mal hochheilen gerade. Ja, komm. Da, geh weg. Geh einfach weg. Jetzt rutscht sie noch hier über mich drüber. So, heilen. So, ich gehe jetzt mal Druiden vor mir. So, das sieht doch gut aus. I feel the magic being drained from my shield. The bloodstones are hungry. Hm. So, hier, der könnte wieder klappen. Oder auch nicht, weil aus welchen Gründen auch immer. Oh, ist das ätzend. Ich brauche mal ein Wasserfeld. Oh Gott, die kommt hier schon wieder. Da. This can't be happening. Warum denn? Alter. Ja, und jetzt habe ich wieder einen roten Malus. Das wird doch nichts. Nein, die Olle hat gleich ihr komisches Schild da wieder und dann ist so alles Kacke hier. Komm, 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 komm. Komm. Ja, das hat wieder nichts gebracht. Gut. Oh Gott, geht mir die Scheiße hier auf den Senkel. Nein, jetzt werde ich halt wieder geschubst. Das heißt, das ist dann... Und mein Heilspell geht nicht durch. Warum auch? So. Ihr Schätzelein, guck mal. Ja, wenn ich die jetzt hier halt mal loswerden würde. So. Hier. Da. Hallo. Da, hier. Magic is drained from your shield. So. So. Was macht eigentlich der Rest? Achso, Marjorie steht da rum. Und kann auch Riddler kloppen da lieber auf den Einzelnen. Ja, gut. Kann man halt. Oh, ich habe keinen Malus mehr, das ist gut. Geh weg. Geh weg. So. Kill the fool before my shield is drained again. So, hier. That's a clever little trick. Ja, ne? So, kann ich dich jetzt wieder angreifen? Ich kann dich wieder angreifen. Ich hätte wahrscheinlich einfach von Anfang an auch das kontern sollen, ne? So. So. Guck mal, ich bin gar nicht da. So, jetzt bin ich wieder da. Eine Heilquelle habe ich auch. Das ist nicht schön. So. Jetzt habe ich wieder Leck. Das ist gut. Nein, nicht more. Nein. So, kriege ich hier meine komische Energie wieder? Okay. So, hier, guck mal da. Ja, das stimmt wohl. So. Das Content ist es auch gar nicht so schwer. Aber Hauptsache erstmal wieder meckern. Oh, mein Pad ist down. Hier. So, ich glaube. Lange macht die nicht mehr.
Replenishing. So. Jetzt allein. Das war's, ne? Gut. Why do you think Cardicus wanted them to collect bloodstones? Hopefully to weigh his pockets down while he jumped in a lake. He can't be far now. Move along, everyone. Okay. Boom. So, dann gehen wir mal hier weiter. The loose magic here has certainly turned this area into a war zone. Jo. So, Commander, you really think Cardicus caused the blast to reverse itself? Possibly. Kaith and I found Ground Zero and determined something or someone soaked up the lion's share of magic. His escape does seem conveniently timed to be in the right place at the right time. Kaith, what was she doing here? Investigating the blast. She asked that I forgive her for stealing the egg and everything. Hmm. I don't know if I'd be able to. I don't think people can change that much. Ever the cynic. Hmm. See? Point proven. I'll never change either. Ask Casimir. It would be hard for me to blame Kaith for her actions while Mordremoth was alive. But let's save the philosophical arguments until after the minister is dealt with. Then let's lay the man to rest. Okay. I think you mean return him to safety. I'll never understand human politics. No. Why do I feel like I'm repeating myself? You follow my orders! I don't know where these delusions are coming from. There is one white mantle. Do you hear me? One! Minister, I understand, but... But... Quiet! Now tell me again what this pile of rocks can do. Are there magic words? How powerful is it? Well? That's him, all right. Good. Reminds me of a boss I had at the cotton candy stands when I was younger. Everyone ready to crash his party? Time for your foot key, Commander. Alles klar. Minister Cardicus, you've obviously been taken prisoner by these white mantled zealots. I'm here to rescue you and return you to the royal palace. Oh, hör doch mal auf zu schießen. Let's drop the charade, shall we, you ignorant leaf? I will not be returning to Divinity's Reach until I wear the crown. So I'm clear. You're admitting you're associated with the White Mantle? Are you quite touched? I'm their supreme leader, and they will carry me all the way to the throne of Kryta. Commander, did you witness that? I did. Then by the providence granted to me by Countess Anise, I hereby pass sentence on you, Cardicus Beetlestone. Today is your last day on Tyria. Allow my blade to bid you farewell. Get them! Turn this thing on! Okay. What do you think of my latest find, Commander? It was a bit of a fixer-upper, but nothing a few Bloodstones ich sehe. I believe it's safe to assume Cardicus didn't absorb the Bloodstone's magic. Otherwise, he'd be down here himself. Au! Time to do some real damage. Guck mal, Jadekonstrukt. Aua! Tut dir das etwa weh? Aua, mir tut das weh. Kann ich das Ding jetzt angreifen? Ja, jetzt kann ich das angreifen. Hallo, lass mich mal in Ruhe. So, aua. Okay. Kontern, kontern, kontern. So, und jetzt schnell. Aua. So, ich muss nur die Stun mal runterziehen. Oder halt sterben, das geht auch. Und nochmal sterben, weil ich liebe diese Instanz so sehr. Jetzt kriege ich hier halt nicht mal den mit dem, mit einem halbwegs lowen Target ins Target. So, ja, leck mich fett. So. Hier, da, bitte. Marjorie retzt mich zwar wieder ganz tapfer, aber könnte halt auch einfach Leck haben zwischendurch. So, kontern. Nein, ich dodge. So, und du, Schätzelein, kriegst jetzt hier auf den Mund. Nein! So. Nein. I feel good. So, mein bisschen nein.
Ach, das Ding in einfach. Marjorie, help. Okay, danke. Warum muss ich das denn jetzt überhaupt so? Ach, jetzt. Entschuldigung, aber diese Instanz geht mir sowas von auf die Nerven. Hier, kriege ich das denn jetzt dann auch bitte? Ach so, nee, ich muss mich erst von ihm umwerfen lassen. Nein, 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 lass mich. Mann! Das ist einfach so eine Scheiße hier, ne? Ich wollte das nur mal sagen. So, woo. Ja, hier, nerv nicht. So. Nein. Hier, kannst in dem Ding stehen. Es macht dir auch Aua. So. You will not stop me. The Crichton throne was built upon white mantle blood, and we are its rightful heirs. You are a heretic, Corticus, and you shall lead no white mantle, for I am their god. What? It can't be. I am the last Mersat. Many years ago, you knew me as Lazarus the Dire. I have returned from the brink of existence. No! You are a false god! The white mantle is mine! Don't listen to him! Empty words, formed by the forked tongue of a snake. The human seat of power and its current monarch are inconsequential. We are destined to face more virtuous pursuits. My true believers, you're welcome to seek shelter in my light. To those who doubt, you're welcome to burn. Okay. Kanak, go now. Genau, Kanak, go. Don't stand there with your mouth agape. Get me out of here. No. Yeah. Sorry, Montre. No offense to Kaz. Helpful if they're on your side. Annoying if they're not. I understand. Ja, so ist das mit dem Messmann. So ist das mit dem Messmann. So, wir gehen mal hoch und sprechen mit Kanak. Kanak, wie auch immer. He's gone. I'm sorry, Kanak. However, I can help to catch him. Doesn't look like there's any sign of Lazarus either. The Mersat alive. We should immediately warn the Queen. But he appeared to be disinterested in Kryta. Surprisingly different from the last time the Mersat were sticking their creepy bird feet where they didn't belong. Marjorie, weren't you just saying something about people not being able to change? A virtuous pursuit can mean a lot of things to a Mersat. But I'll admit, I'm curious. Yeah, they might think it's noble to make a necklace out of your teeth. With Codicus not displaying any signs of excess power, I think we have to assume Lazarus was the one behind the blast. We need to find him. Get an idea of what he's planning to do with all that magic. Codicus will want to hunt him down too. He won't readily surrender control of the White Mantle. One will inevitably lead us to the other. Then this will be a good way to start the new guild. A crisis. But hopefully, not a world-ending crisis. It's how I prefer my crises. Commander, can you read me? I have some news. I'm here, Timmy. What do you have? Something possibly slightly, marginally cataclysmic. I managed to finally get detailed lay readings from the map and determined, well... What is it? Primordis is active. Dum dum dum. Wer es nicht weiß, Primordis ist einer der Altdrachen, der Feuerdrache, um es genau zu sein. Und scheinbar wird das dann wohl unser nächstes Ziel sein. Ich rede noch mal kurz mit Ridlock und so. Looks like it's time to test the new guild's metal. Into the fire we go. Good, Marjorie. A dragon and a Mersat. Can't help but feel like we're surrounded. Mhm. I understand your priority will be the dragon. Mine, however, is unfortunately spoken for. Gut, das heißt, Ridlock und Marjorie sind bei uns. Kanach wird sich
um Caudicus kümmern müssen, aber ich habe das Gefühl, dass das eine eh zum anderen führt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Das war nämlich der erste Abschnitt von der Lebendigen Welt Staffel 3. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder, wenn der zweite Abschnitt draußen ist. Wann auch immer das sein mag. Danke fürs Zusehen, danke für eure Kommentare und ja, in der Zwischenzeit schauen wir mal, was wir an Guild Wars 2 Content so bringen. Ich überlege mir da was. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.